Hola. Ein wunderschön. Danke dir, Herrn. Mit der Bitcoin und Breitenberg. Richtig. Ja. Ich kann durchfahren. Ich bin aber voll maskiert, egal, Fail RP. Die hat bestimmt so Schock, mir da. Das ist ja wahr. Jetzt. So, jetzt. Warum funktioniert das nicht? Da jetzt. Auto wurde ausgeschaltet. Wer seid ihr? Fuchs? Ja. Fuchs? Ja. Warum trifft es dieses... Ah, nimm das! Ja. Du Felser, ich kann nicht wegfahren und das Gas! Breit weg! Schnell, 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 schnell! Oh mein Gott, das Gas ist im Auto! Eigentlich müssen wir von außen mal auf das Anwesen Gas jetzt werfen, ohne dass sie wissen, dass wir das sind. Hola! Alles klar, du? Natürlich, hola. Wisst ihr, wer wir sind? Jo, natürlich nicht. Warte im Stream, nicht schlecht. Hat sich schnell im Defon rumgesprochen. Wir sind... Mein Name ist Gadano. Wissen Sie, wer ich bin? Natürlich. Wer denn? Memo. Aha. Wie geht's dir, Mr. Bitcoin? Mr. Ben, wie geht's dir? Weil du trägst OC auch eine Brille. Aber egal. Trink da wirklich, ich kenne ihn, Chat, ich kenne ihn aus Viel Spaß, ja? Gracias, hermanos. Ja, wir sind da! Oh, hab ich umgefahren? Bei mir sah das nicht so aus. Ja, er zückt eine Waffe. Ich war das. Scheiße. Ich bin von Santa Sofia Cartel, hermanos. Leute, warum fahren Sie die Leute um? Entschuldigung. Ich hab meinen Fuß gebrochen. Wer zahlt mir das denn? Die Kosten. Schreib's auf der Rechnung des Santas. Santa Sofia Cartel. Ja, recht. Kommen wir gleich wieder. Hey, wieso redest du auch so? Bist du dumm? So, jetzt nimm die Maske ab. Was hat, da, was hat Breitenberg da gemacht, Digga? Das war mir, wie mach ich das nochmal? So. Ah, hola hermanos, wir sind gerade erst angekommen. Wir fahren vorher nicht da. Hola. Seien Sie grüß. Was ist mit Ihrem Fuß eigentlich? Ja, der ist angebrochen, wie es so aussieht, ne? Da war so ein Motorradfahrer, ist komplett durchgefahren. Ah, ja, ja. Ach, gerade ist auch vor mir einer gefahren, aber ich glaube, das war Lloyd. Lloyd? Ja, ja, Lloyd sein Name. Ja, richtig. Ah, okay, schreib mir das mal auf meiner Liste. Auf mit dieser Pumpgun, ja. Zum Pumpgun. 25. Mal werde ich hier mit diesem MP-Koffer beschossen auf dieser Insel. Ich weiß nicht, wer das ich ist. Kann noch einmal das war, du verwechselst uns, das war Lloyd. Können wir rein, oder warte mal, wo sollen wir das Motorrad parken? Park nein, einfach hier links, Ey, Karim. Also ich will ihn noch einmal EMPen. Das Auto verschwunden, weil ich es weg-EMPt habe? Ah, ich liebe dieses... Das Motorrad ist wunderschön, oder Breitenberg? Ist echt gut. Solltest du es einmal mit falschem Auge gucken, angucken, mehr, da hast du ein Problem mit mir. So, wo geht's lang, hermanos? Einfach das Tor bitte durch, ja. Gracias. Mit U kann man abschließen? Und jetzt? Ich will geradeaus. Was? Einmal was sagen Sie? Wo müssen wir? Gehen Sie durch Vorgut am Blut. Einmal hier rein. Natürlich. In den Keller. Yep. Hola. Hola. Nein, nein, ich bin beide. Guten Tag, Mr. Wittke. Hola. Reggie und die Cousins. Guten Tag, Gucci. Gib ich küsse dein Herz. Grüß euch, das Lara. Kello, grüß euch. Haben die anderen Familien das mitbekommen, Reggie, mit der Daffelrunde? Ja, 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 ja. Alle wurden Bescheid gegeben. Wo sind die mir da? Halb, 4 Minuten, bin ich mal gespannt. Achso, bei den OGs, da brauchst du nicht zu warten. Ich sagte zu denen, wir wollen die Waffendrift von gerne, dass ihr die wenigstens an
Cousins weitergibt. Die haben gesagt, machen wir nicht und sind alle gemeinsam schlafen gegangen. Im Ernst, alle? Okay. Es gibt keinen OG, der momentan wach sind. Alle sind gleichzeitig schlafen gegangen. Die waren sauer auch darüber. Auch keiner kommt zum Tisch, oder wie? Von den OGs nicht, nein. Die OGs sind gemeinsam schlafen gegangen. Die sagten zu mir, bevor ich dir Waffen verkaufe, gehe ich lieber schlafen. Ich sagte, das macht ihr sowieso nicht, weil ihr wisst, die Elite will, dass sie die Geschäfte macht, wegen Amado, den Ehrenmann. Die sind sofort alle zusammen schlafen gegangen. Okay, gut zu wissen. Richie, seit 5 Jahren, haben Sie jemals gehört, dass eine Familie gemeinsam schlafen geht, kurz nachdem sie eine Forderung stellen und wir sagen, wir wollen Waffen kaufen? Also was wir gerne gemacht haben, ist, nachdem wir irgendwelche Leute weggeballert haben, habe ich meinen Leuten allen befohlen, ins Bett zu gehen, wie beim Sandmenschen. Das habe ich schon gemacht, um natürlich zu verhindern, dass meine Leute einzeln abgefangen werden. Aber in dem Zusammenhang schwierig. Schade, dass so welche Leute das Waffengeschäft führen. Aber no problema, no problema. Wir sind geduldig. Amado macht ja aktuell sehr viel Geld mit dem Waffengeschäft. Hätte zu laufen. Noch ein Wort über Amado Breitenberg. Zu Amado werde ich heute noch ein paar Sachen sagen hier am Tisch. Tafelrunde. Was hast du denn hier zu suchen? Ey, Mahon. Ja. Hey Mahon. Ist das geklärt mit meinem Mann, mit deinem Mann da? Oder mit dir? Das machen wir noch, weil er noch nicht wach ist. Aber du hast mein Wort, das werden wir klären und wir auch höchstpersönlich dementsprechend Maßnahmen ziehen. Also mein Gut, Wort. Du hast alles mitbekommen, ja? Ja, habe ich. Und gut. Die Konsequenzen werden folgen. Alles klar, wunderbar. Super. Hola Padre, wie geht's dir? So, funk mal durch, bitte. Die sollen die anderen Familien anrufen. Falls seid vom Tisch. Papa steht drin. Wie heißt der nochmal, Mirda? Wie heißt der nochmal, Mirda? Bruder, wie heißt er? Pascha Mirda. Ist Pascha heute nicht da, Manos von Kafkas? Nein, heute nein. Hm. Hast du durchgefunkt, Alper? Ja, hab ich. 3-4 Familien kommen jetzt gerade auch rein. Gut. Wie viele Familien, guck mal bitte auf die Liste, wie viele Familien gibt es in der Stadt? 20? 19 war mein letztes schon. 19. Heute Majestic dazugekommen. 20, sind 20 definitiv. 20 mit Majestic jetzt. So. Uch, tut mir leid. Wie viel kann ich sehen? 1, 2, 3, 4, 5 Familien von 20 stehen hier. Ich muss ganz dein Telefon holen. Jetzt sind die Vagos da. Hola. Hola. Grüß dich, Vagos. Wer bist du mit der weißen Hose? Chapo. Ja, Kaito, jetzt. Von wem? Von Vagos, von Vagos. Mach mal eine Liste, Alper, die nicht da sind. Ah, okay. Ah, jetzt natürlich. Wer hätte dich nicht als Vagos erkannt, Romano? Ja, ne? Mit dem gelben Bandana? Echt doch, oder? Ja. Also ein bisschen warm, schon mein Oberteil ausgezogen. Hier auf Cayo Perico, auf der Insel. Kein Problem, Romano, lass deine Hose auch runter. Richie, gibt es irgendeine Möglichkeit, an Waffen zu kommen, weil die OGs das nicht mehr machen wollen? Das klären wir gleich alles, Mr. Bitcoin. Bueno. Was mit den Borders, Alter? Die gehen nicht dran. Haben die wieder Krieg? Die sollten auf dem Weg sein. War mal letzte Stunde. Darf ich dich eine Frage stellen, Romana? Ja. Also, wenn du... wieso ziehst du dir nicht gleich eine lange Hose an, Romana, wenn deine Socken sowieso wo bis nach oben gehen? Ich finde das voll schön. Hallo, wo bist du? Aber was ist, die rutschen die nicht runter? Nee. Die bleiben so, die Socken? Ja, ja, da ist ein Gummiband in drin. Nervt das nicht mehr? Da schnürt das nicht? Nein, nein. Okay. Trägst du darunter auch diese, wie heißen die nochmal, diese harten Teile, diese Schienbeinschoners? Nein, 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 nein. Ach, es ist nicht wegen Fußball. Nein. Oh, tut mir leid, ich hab's verwechselt. Alles gut. Nimm mir das nicht übel, Hermano. Nee, schlimm. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, Breitenberg wollte eine Zeit lang auch diese Sachen tragen. Boah, steht ihm bestimmt. Ich kann ihm welche ausleihen. So, Alper, geh mal nach der Liste. Wer fehlt dir noch? Sorry. Ja. Hast du die Maske bitte? Ja. Funk durch. ATK darf hier nicht teilnehmen. Wenn die kommen, können die Mafia in die Fresse schießen. Diesen Dreck. Was hat er gemacht? Auf dem Weg, ja. Ich sag, wo bist du, ey. Da ist er schon. Richie, ist er schon da oben? Bitte lass ihn teilnehmen. Dieser Wichser. Ja, wisst ihr, was er sagt? Hat er gesagt? Ja, ich guck mal, ob ich Zeit habe. Vielleicht schaue ich vorbei. Dieser Pendejo de Mierda. Ist er schon oben, Alper? Funk mal durch. Ja, ja, der ist oben. Der kommt da raus. Wir machen einfach größer. Wir haben ja den ganzen Raum, Bruder. Hört sich gar nicht an wie die Tafelrunde. Das hört sich eher an wie ein Callcenter, der nebenan dreht. Ach, Jürgen ist das gewesen.
Was mit der Reihe ist? Noch aufgewacht, Jürgen? Wie aufgewacht? Ich bin die ganze Zeit da. Ah, Salam alaikum. Ich bin die ganze Zeit da. Salam alaikum. Alexander. Salam alaikum. Wallace. Ja, Herr Bezäune, ich bin die ganze Zeit da. Nur deine Familie fehlt sie? Ja, die sind kurz weggeflogen, aber die kommen gleich wieder. Wieder ein paar Importware holen? Kurz weggeflogen? Ja, wir holen ein paar Importware. Top Boyster. Aber Jungs, was ist denn hier? Top Boy, stell dich vorne hin, auszupacken und dann komm, schlafen. Lass mal Top Boy hier stehen. Abwarten und die kriegst du hier, Bro. Du kannst auflegen. Ah, da bist du. Ich hab mich um eure Ware gekümmert, nur das Problem ist, es kam kein Geld. Ja, das ist wie Flughafen hier. Ich höre. Waffen am Kopf, alles. Wo ist das Geld? Digga, wir reden später. Alles gut. Du nicht so mir da. Am Ende, mach ruhig ein bisschen größer, wir haben den ganzen Raum. Das sind ein bisschen zu viele Leute. Mach ruhig größer hier. Oh. Leute, lange nicht gesehen. Was geht ab? Sie sind doch noch viele Familien geworden. Wie geht's euch? Ah, ey, bestens. Oh, ich kann mich nicht beklagen. Guck mal um euch rum. Fehlt jemand? Wer fällt euch auf? Fehlt dir jemand? Oder bitte. Ist der Reis da? Wo ist der Reis? Der Gelobe fehlt, aber der sagt, der steht erst in einer halben Stunde. Hallo, Mr. Bitcoin. Alles klar, Paulito. Vendetta fehlt auch. Reis ist da vorne mit Weiß. Ist das nicht ein Reis? Wer seid ihr, Bruder? Ein Reis steht nach oben. Wir sind im gedreizten. Roblox, ja. Die haben ähnliche. Ja. Habt ihr Platz hier neben mir, Mann? Kann ich hier stehen? Westmob fehlt auch, wie es ist. Ich glaube, wir können noch einen Tick den Kreis bisschen. Nein, ich hab Platz. Was soll's? Da, MOB. Ach, da, Verzeihung. Ich ruf mal Kevin an, Bro. Kevin noch. Para mio. Mi amore. Die LCN fehlt. Die LCN da? Grab. Also die Marabunta und die LCN sind gerade im Krieg. Sie werden trotzdem versuchen zu erscheinen. Die LCN ist im Krieg, wieso macht wir es doch hier? Ab jetzt, die Familien zahlen Strafe, wenn die Tisch ausfallen lassen wie Krieg. Strafe. Kostet ab jetzt Geld, $100,000. Könnt ihr schon mal alle merken. Ich kann doch selber hier nicht durch. Sonntags und diese Zeit, eine Stunde Zeit nehmen, zwei Leute. Wer das in Zukunft nicht macht, Strafe. Richie ist Kanon da. Wo bist du, Blanco? Beeil dich. Ist das hier? Ja. Komm, 100.000 Strafe für die Leute, die den Krieg nicht ausfallen lassen. Ein bisschen größer. Adios. Richie. Baby, ja. Ruhig mal ein bisschen. Ist Kanon da? Nein, Kanon sind alle am Schlafen. Wir konnten, die einzige Familie, die nicht antreffbar war Kanon. Sonst, Wachtetin schläft auch. Wachtetin? Ja. Der ist doch nicht hier. Der Wachtetin ist hier in der Stadt mit seiner Familie. Was? Wir sind hier in Vertretung von Wachtetin. Wer denn? Ah, bitteschön, Intikam, ja? Da seid ihr. Ja, genau. Wie ist der Name? Intikam, Intikam! Genji Mara. Ach, der Hey, ich bin da, Breitenberg. Peppes, dankeschön. So, 5 Minuten warten wir noch, dann legen wir los. Braucht jemand was zu essen, zu trinken? Wenn Sie Geldstrafe kassieren, können Sie niemals Ihre Schulden. Alles okay. Alles gut. Darf ich? Nein. Natürlich, kommen Sie. Guck mal nach rechts. Ja. Dann war es mir ein wenig zu still. Breitenberg, was hat die Geruchsbelästigung zu stark. Die LCN ist auf dem Weg. Okay, perfekt. Und was ist mit Kara Dennis? Kara Dennis sehe ich. Salam alaikum. Alaikum salam. Dadash? Vendetta ist auf dem Weg, Dadash LCN ist auf dem Arschgesicht. Weg. Also Arschgesicht, sagst du zu mir, du Köter? Ich meine natürlich Ich meine Kota Mierda. Ich habe dir einen Passcode gegeben. Richtig, natürlich. So. Interessant, dieser Typ. Ja, nicht der schon wieder. Ah, guck, er hat Hass auf mich. Nein, noch kein Interesse, gratis. Ich glaube, erst einmal, so der ignoriert hat, deswegen Hass. AFK. Away from Keyboard heißt das. Wir warten, alles gut, Leute. Wieder Feuer und Flamme für die Tafelrunde, Leute. Nein, ich halte mich zurück. Wie geht's dir, Manu? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Er ist auch unwichtig, Manu. Oh mein Gott. Also LCN und Vendetta ist auf dem Weg und dann beginnen wir auch. Gerade gedisst. Hat jemand Kontakt zu MG13 von euch hier? Was für die Nummer von denen? Ich hab eine Nummer. Ich hab gerade einen von MG13 angerufen. Der hat schon gesagt, der ist nicht mehr bei MG13. Oh merda, nein. Das ist immer ein guter Start, würde ich sagen. Kevin, zieh mal deine Schuhe an und aus, Bro. Ist er auf Schüssel? Hallo. Nicht Chiton, alter Mann. Ja, Jungs, wartet mal bitte, sonst hat da rein. Hat jemand denen Bescheid gegeben? Allen wurden Bescheid gegeben, die wir erreichen konnten. Ey, Gatti. Kanon, wie gesagt, keiner wach. Hast du die Nummer von Marabunta? Niemand offenbar. Was? Hast du die Nummer von Marabunta?
Du hast noch drauf geschrieben. Ich rufe den Job, ich rufe den Mann, ja. Gegen wen kämpfen die denn? Hallo, ist Hund. Ah, hallo. Bitte. Ja, kommt doch. Wo bist du? Auf jeden Fall sind wir oben. Ja. MG13 ist da? Alter, Jungs. Wir leben. Herr Jürgen. So, wo ist Ivanov? Hey. Schlafen gehen. Ivanov, ist er da jetzt? Funk mal durch, ob der gerade Ivanov kommt. Sie fangen jetzt an. Wo ist Blanco? 10 Minuten schon eine Verspätung hier. Richie, dann lass doch anfangen, Bro. Blanco, 100.000 Euro. Euro will ich. Wunderbar, alle auf dem Weg. Gut, dann fangen wir schon mal an. Erstmal vielen Dank, dass Sie alle den Weg hier rüber gefunden haben. Willkommen zur wöchentlichen Tafelrunde. Ab sofort werden wir jeden Sonntag 22.30 Uhr eine Tafelrunde machen. Keiner recht, bevor fest. Wer hat Frank Worm? Kann jeder von euch planen. Und ich bitte Vendetta? Euch in Zukunft nicht mehr um Sonntag um 22.30 Uhr genau dann Krieg zu führen. Stabil, voilà. Sehr, sehr stabil. Sorgt dafür, wenn ihr Krieg freut habt, mich sogar. Vendetta soll für mich zu den stärksten Familien gehören. Wer in Zukunft den Tisch verpasst, sonntags um 22.30 Uhr wegen Krieg, ja, der wird 100.000 Dollar Strafe zahlen. Sollten wir rausbekommen, dass es Familien gibt, die andere extra sonntags in den Krieg zwingen, damit die hier nicht teilnehmen können, wird diese Familie ebenfalls mit 100.000 Dollar bestraft. Ja? Sonntag 22.30 Uhr ab sofort immer Tisch. So, ganz kurz, vom letzten Tisch bis zu diesem Tisch. Beim letzten Tisch habe ich ein paar Sachen angesprochen, was die Geschäfte angeht, was die Routen angeht, dass in der Stadt keine Bewegung war, dass keine Ware rangekommen ist. Als allererstes muss ich sagen, es hat sich schlagartig geändert. Es hat sich schlagartig geändert. Die Zahlen von den Routen sind in die Höhe geschossen. Die Leute waren sehr, sehr fleißig. Es ist sehr viel Material bei uns angekommen. Also die Zahlen haben sich verfünffacht. Und da wollte ich schon mal Lob hier an die Stadt aussprechen. Die Geschäfte laufen wieder sehr gut. Natürlich bekommen wir immer wieder Anrufe von allen möglichen Leuten hier, die sich über gewisse Routen beschweren. Routen, die nicht richtig geführt werden in deren Augen. Routen, die die Leute bestellen Dinge, die sie nicht bekommen. Das werden wir heute hier gleich auch nochmal ansprechen. Ja? Aber erstmal grundsätzlich, bevor wir zu diesen Themen kommen, könnt ihr erstmal grundsätzlich die ganz normalen Stadtgeschäfte hier ansprechen. Dinge, die ihr mit anderen hier zu klären habt am Tisch. Und am Ende werde ich dann nochmal auf die Geschäfte eingehen. Danke dir, Despair. Aber weißt du, ich kann mich sogar ganz genau daran erinnern, ja, dass ich mich sogar schon bei dir bedankt habe, weil ich ganz genau deinen Namen kenne. Danke dir. Und wer jetzt noch Kisten erstellt, besser gesagt, seitdem die Drogenpreise gestiegen sind, macht komplett Minus. Gut, erzähl mal was dazu. Bro, du gehst zu einem Dealer, der gibt dir teilweise 300, dann stehst du manchmal morgens auf, dann findest du einen Dealer für 500. Selbst wenn du für 500 bei diesen Preisen verkaufst, machst du zu 100% Minus. Kein Cent Gewinn. Wie, verstehe ich nicht. Wieso? Genau, aber die Dealerpreise bei den neuen Drogenpreisen müssen echt hardcore angestiegen werden. Ansonsten macht ihr trotzdem mit euren Camper keinen Plus. Wie viel bezahlt ihr für die Ressourcen? Wie bitte? Wie viel bezahlt ihr für eure Ressourcen? Das kann doch gar nicht sein. Man bezahlt 60 Dollar. Wartet mal, Mendes, lass mal einen von mir was dazu sagen, weil wir haben schon ein paar Infos. Vielleicht kriegt ihr da schon ein paar Antworten. Alper, erzähl mal ein bisschen was. Genau. Also, ihr wisst ja, es sind sehr, sehr viele Dealer in der Stadt unterwegs, irgendwie rund 200 Stück. Aber das braucht natürlich ein bisschen, bis alle Dealer wieder eingesammelt sind. Sobald er alle eingesammelt hat, unser Kontaktmann, wird er denen auch die neue Preise durchgeben. Und die Kistenpreise werden sich zwischen 500 und 600 Dollar belaufen. Lohnt sich nicht bei den neuen Preisen. Bist du immer noch im Minus? Bei welchen neuen Preisen? Bei welchen neuen Preisen? Ihr seid im Minus, Jungs. Welche neuen Preise, Mierda? Teledin und Kokain, ich glaube, er tut meinen. Ja, 60 grün, ja. 86 schwarz. Ihr seid im Minus. Das, was wir vor 3 Wochen dir gesagt haben, Richie, falls du dich noch erinnerst. Genau, ihr seid alle im Minus, wenn ihr selbst wenn die auf 600 hochgeschraubt werden. Ich weiß ja nicht, in welcher Stadt du lebst, aber ich hole keine Drogen für 80 Dollar oder 60 Dollar. Natürlich, für jeden, ja gut, wenn die dir einen speziellen Preis geben, dann ist das anderes. Aber dann machen die Routenbesitzer hier was ganz falsch. Ganz kurz, ich muss unterbrechen, Kalito. Ja? Irgendeiner von deinen Leuten hat einen Mann von mir oben weggeballert, was da passiert? Von wem? Oh, oh. Das kann nicht sein. Ach, Kalito war das? Ja gut. Nein, natürlich, Digga, was redet alles, ihr? Alles gut. Gut, weiter, das war's schon. Ja, also, Kali. Ja? Kali. Wie viel verkauft ihr gerade Kokain? Keine Ahnung, John ist nicht hier. Ich weiß es, 60 Dollar. Ja, und schwarz, 86. Das stimmt doch gar nicht. Doch, 56. Bro. Ich habe doch heute mit ihm geredet. Nein, ich habe doch auch gekauft gestern Kokain. Dann könnt ihr nicht handeln, habt ihr selber Schuld. Oh, wieder wach geworden. Oh, bei 500-600 Dollar pro Kiste sagst du, ist immer noch Minus, oder was? Ist immer noch Minus. Rechnet nein, der hat in Mathematik nicht aufgepasst. Komm, mein Patron. Dann rechne mir das doch mal vor. Bro, du kaufst. Ja.
Wir sagen, du kaufst 2000 Teledin. 2000. Hä? Ja, natürlich, du brauchst dir zwei Drogen. Nein, wie viel Drogen brauchst du für eine Drogenkiste? 20 Teledin, 20 Kokain. Ja, und das genau. Sind wie viel? Von Ricci, sagen wir mal 40, also 40 zusammen, hier. 40 mal 60. Zu 40 zu welchem genau? Kaufpreis? 50 als Beispiel? Ja, sagen wir 60. Ich habe 40 bezahlt. Gut. Ja, gestern die Preise wurden ja, heute erhöht, aber. Es sind neue Preise gekommen. Seit heute neue Preise hier. Ja, das meine ich. Rechnen wir mit 50. Wie, warte mal, was heißt heute sind neue Preise gekommen? Heute hat John neue Preise gemacht. Höher ich gemacht? Die Preise einmal vorstellen, damit jeder hier ein Update kriegt. Das machst du neue Preise? Jo. MOB auch höher, Schi? Ja. $60 haben wir mitbekommen. Genau. $60, Schi. Ihr macht Minus, 100%. Na, Tamon, du sagst nicht, Minus, sondern begründe doch warum. Bro, wenn du also ich kann doch sagen. Guck mal, wenn du 100 ja, aber was ich auch nicht verstehe ist, wir hatten noch bis gestern die Teledin-Route und auch wo wir $40 den Preis hatten und auch Kali, wie oft hatten Santa und Westmob überhaupt eingekauft? Ich glaube gar nicht. Ich habe eingekauft, meine 1000 Teledin. Ja, wie oft? 1200 Teledin? Bro, wie viele Kisten sind denn das? Es ist doch scheißegal, wie viel ich einkaufe. Bei $40 ist das Minus. Warten Sie, das geht gar nicht. Wissen Sie warum? Sie kaufen zwei Koks, sagen wir 60, sind 120. Zwei Teledin auch 60, 240. Sie kaufen für 240 ein und verkaufen für 500 bis 600. Wie können Sie da Minus machen? Ja, der hatte Mathe, der hat Fieber, der Cousin. Auch wenn das Schwarzgeld ist, ziehen wir nochmal 20% ab. Statt 650, 500. Ist doch immer noch 100% Gewinn. Hermano, sag mal was anderes außer nur Minus. Marge. Ja, alles gut, dann macht weiter. Nein, versuch uns aufzuklären. Hermano, versuch es mal richtig zu erklären. Guck mal. Wenn du 100 mach mal deine Hände hoch, wer redet überhaupt? Hier, Bro, hier. Von wem seid ihr? Westmob, Bro. Ah, okay, erzähl. Hier. Ja, die laufen ja alle schon mit so komischen Trikots rum, ja? Rechnen Sie mal einmal vor, was Sie meinen. Rechnen Sie es mal einmal wenn vor. Wenn du 100 Drogenkisten hast, ne? Ja. Und wenn du das für 500 verkaufst, ja, dann bekommst du 50.000, oder nicht? Diese 50.000 wäschst du dann nochmal. Dann hast du erst dein Grüngeld raus. Du bist im Minus aktuell. Mit den neuesten Preisen bist du im Minus. Meine Güte, rechnen Sie mal für eine Kiste kurz alles in Grün. Ja gut, ich habe alles auf Schwarz gerechnet. Wie viel müssen Sie ausgeben, um eine Kiste zu produzieren? $344 müsste das sein. Schwarz. $344 müsst ihr ausgeben. Und 500 bis 600 könnt ihr reinholen. Nein, wenn wir von $60 ausgehen, müssen wir 240 zahlen. Das ist ja trotzdem noch mehr Geld zu gewinnen. Minus, ja, auch mit 60 Dollar machst du kein Minus. Mit $60 machst du auch kein Minus, ne? Guten Abend. Sogar mit $80 machst du kein Minus. Aber stimmt, da machst du kein Minus. Sogar mit $100 machst du noch 10%. Aber Bilal, was hast du gerechnet, dass du Gib Minus kommst? Gib mir mal eine Sekunde, Bruder, ich rechne noch alles. Ich glaube, er muss die Hälfte an Arafat abgeben, deswegen kommt er nicht aus. Du hast einen Denkfehler, Bruder. Ja, einen kleinen Denkfehler. Ist ja nicht schlimm, vielleicht hat er sich vertan, Romanus. Ja, kann passieren. Scusa, in der Zeit, wo der Denkfehler dann bearbeitet wird, ich würde einmal uns vorstellen. Ich bin Don Teflon und unter mir wird die Ndrangheta hier in der Stadt den Fuß fassen. Und ich bin gespannt und ich freue mich auf Geschäfte mit der Stadt. Willkommen in der Stadt. Willkommen in der Stadt. Wenn das zu den Geschäften gehört, dann muss man da wohl durch, aber natürlich. Ich bin offen für alles. Ach du Kacke, aus welchem Loch kommst du denn, Teflon? Ich weiß es nicht, aber wo ist deine Maske? Welche Maske meinst du, Teflon? Erzähl mal, Teflon, welche meinst du? Maske, welche Maske meinst du? Die mit dem Horn. Ja, merda! Morgen fordert OGs erstmal vor. Teflon, erzähl mal, hast du Bock, eine Familie aufzumachen? Also, Armano, du musst ihn das nicht übel nehmen, Sergen. Er ist aus der Dortmund-Zeit, hat er dich das letzte Mal gesehen und da warst du noch auf diesem Style, merda. Also, was hat er getan, merda? Ich hab sogar mal gehört, merda, wie du ihm angeboten hast, sich auf dein Horn zu setzen, merda. Also, ganz ruhig jetzt, Sergen. Bueno? Also, Richie. Ey, Bitcoin, was bist du eigentlich so frech für das? Sei leise, Mister, ich geh schlafen. Oh, erzähl mal. Bitte, Sei ruhig, ganze Familie, Richie, schlafen. Wir haben ein großes Problem und da stimmen mir die ein oder anderen Familien auch zu. Das sind die Waffenlieferungen. Richtig, gracias. Ja. Es kann nicht sein. Richtig. Die passieren, die klappen einfach Munition nicht. Munition auch. Munition ist auch ein Müll. Ja, Munition auch katastrophal. Okay, alle Familien stehen jetzt hier. Bitte alle Familien, die Waffen- und Munitionsprobleme die letzten Wochen hatten, mal. Mach doch den scheiß Hände hoch, alle anderen. Das ist sehr wichtig. Kafkas! Also nur eine, ich hatte keine Lieferprobleme, egal, mach hoch. Für Pascha, Mirda, mach das.
Ach, wie viele haben bestellt? Okay, einer nach der anderen, bitte. Jeder mal zählen sein Kurs. Oh, yeah, yeah. Ja, ja, Mierda! Ja, ja, pass gut bei mir. Von links rum, Immobilien fängt an. Also, wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir extrem lange auf unsere Munition warten mussten und wir warten jetzt auch schon. Wer redet da? Hallo, bist du Immobilien? Ja. Nee, Company. Ja, Bro, hast du ja, gehört? Ja, ist fast dasselbe wahrscheinlich. Und auf die Waffen warten wir auch immer lange. Die Waffen kommen nie. Wir haben auf jeden Fall vor 4 Tagen bestellt und bis jetzt noch keine Lieferung bekommen. Ich habe die Lieferung Nikita gegeben und heute hat mir jemand von Cousins gesagt, dass die Lieferung ist, also die war gar nicht vorhanden. Niemand hat das weitergegeben. Aber er hat mir nicht gesagt, ich soll bezahlen. Natürlich okay. Nicht. Das hat er mir nicht gesagt. Mal das Gleiche war das. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Das ist genau das gleiche bei uns vorhin, Romanus. Wir haben Waffen bestellt, dann sind die OGs alle schlafen gegangen. Die sagten, dauert ungefähr 2 bis 3 Tage, weil die Elite, weil die Cousins brauchen, weil ihr müsst es auch bei denen ich bestellen. Ich sagte nicht 2 bis 3 Tage. Adrian hat gesagt 2 oder 3 Tage. Nee, 100, nee, das war, meine Forderung war nicht 100 Tage. Hat Adrian das nicht gesagt neben dir und du hast nichts gesagt dazu? Nee. Du ekelhafter Widerwärtiger. Meinst du, während du an der Wand standest? Genau. Ja, richtig. Moment während mal, ich an der Wand stande, korrekt. Ganz wichtig, Moment. Jürgen meinte sogar 4 Tage, Mr. Bitcoin. So, du hast gesehen, also nochmal, bitte die Hände heben, wer mit Waffenlieferung Probleme hat. Ach, oder Scheiße, doch. Waffen, okay. Kafkas! Waffen bekommen, Pascha. Für Pascha! Wen sehen wir da? Ja, alle, also, Mirda, Kafkas hier rechts, schau dir das an. Du als 12er der OGs, als Inhaber... Hermanos, ja, Moment, ich liebe Moment, Jürgen. Als Inhaber der Waffenruhe. Jürgen, red lauter, wenn du redest. Bitte kurz erklären, wie kommt es dazu, dass die Herrschaften sich hier darüber beschweren können? Das muss ich natürlich mit Nikita klären, was bei MOB war. Hermanos, bist du denn das Beste? Wer ist die Familie? Kara Dennis. Kara Dennis, habt ihr bestellt? Also wir haben tatsächlich heute dann über die Cousins die Waffen erhalten, nachdem wir vor 3 Tagen schon bestellt und bezahlt hatten. Das hatten wir vor 3 Tagen auch das Problem. Oder? Was redest du? Vor 3 Tagen lang bezahlt, aber nichts bekommen. Ja, und dann haben wir bestellt. Dagen, ich habe dir gesagt, das Geschäft ist zu groß für dich. Das ist definitiv zu groß für ihn, Romano. Er sollte lieber die Einhornmaske anziehen. Und ihr solltet lieber nicht gestresst sein, bevor wir euch direkt... Oder du meinst, bevor aber ihr Richie, wieder schlafen geht. Warum ihr? Aber Richie, Sagen kann doch nichts dafür. Er steht ja 23.30 Uhr auf. Nein, nein. Wie soll ich als 12er spreche Sagen als 12er an. Er hat die Verantwortung der Familie. Er steht jetzt hier. Er muss dafür gerade machen. So. Er hat recht, Timmy, recht. Warum sagst du ihr? Wer ist denn Timmy? Wer ist denn Timmy? Was? Wer ist denn Timmy? Stark. Bleib in Los Santos. Halt deine Schnauze. Halt deine Fresse. Dein okay, es tut mir sehr leid. Löst dich wieder auf mir und red dich von der Seite. Ey, bitte. Aber warum sagst du ihr? Ihr habt uns doch keine Waffen gegeben. Kannst du lauter reden, Kalito, von den Satadaras? Okay, Kalito, kannst du bitte schreien, dass alle hören und einmal sagen, was ist mit euch und der Waffenlieferung mit OGs gewesen? Erklär mal bitte, Kalito. Bei mir? Ja. Also ich bin morgens hingegangen, ich habe eine Bestellung abgegeben. Und bei wem? Bei Rommel. So, dann hat er gesagt, er wird sich bei mir melden, ja, hat er denn, nicht. Digga? Aber dann sind sie auf jeden Fall, dann haben wir ein paar Konflikte. Und dann haben sie sich bereit gemacht und wollten über uns rüberrutschen. Tja. Dann habe ich die angerufen und habe gesagt, Dings, wie sieht's aus mit meinen Waffen? Er sagt, wir sind doch gerade im Krieg, wie soll ich dir euch Waffen geben? Das haben die auch bei uns gemacht. Ich habe gesagt, ich habe es doch heute Morgen gesagt. Was redest du? Du wolltest erst... 1:1, genau so. Er wollte heute Waffen. Gestern und heute mir. Vor 2 Stunden wolltest du... Ja, ja, lass ihn reden. Natürlich, er lügt wahrscheinlich auch. Alle hier haben gelogen gerade. Ich habe trotzdem auf die Fresse bekommen. Das ist hart. Warte mal, was? Ja. Was? Warte mal, was, Mir? Die haben gesagt, ihr seid denen aus dem Weg gegangen. Was? Ihr habt den Riesen verlegt. Stark. Nein, ich dachte, ihr habt gewonnen. Hab ich nicht gesagt? Ja, ja, ja. Ja, Mirda. Ich weiß so. Eine Sekunde, Blanco. Blanco, du hast auch erzählt. 100.000. Erzähl mal, Blanco, bitte, deine Waffenlieferung bei OGs. Was war da los, Blanco? Wo ist wir haben Blanco, deine Chance, nimm ihn richtig hoch, Mirda. Nimm ihn richtig hoch, Blanco. Uns wurde gesagt, nimm ihn richtig hoch, Blanco! Natur schon, Blanco! Was? Alles gut. Gesundheit! Danke. OG ist 2 Tage bestellt, er hat immer noch nichts bekommen, sehr gut. Also er hat gesagt, er soll warten. Ja, ich habe halt gesagt, ist in Ordnung so, ne? Dann, wenn ihr Krieg habt, dann warten wir. Aber das hat er von sich alleine gesagt. Ja, aber das ist doch nicht die, ich dachte... Ja, aber was soll er sonst sagen? Nein, ja, natürlich, das, richtig, gerade. Die Teledin-Route, die arbeiten für die. Also das geht nicht so. Richie, ich dachte, es wurde abgemacht, dass auch Krieg ist oder nicht. Wie redest du eigentlich die ganze Zeit? Also eine Sache muss ich erstmal sagen. Hey, meine Herren, bitte, einmal kurz ruhig. Eine wichtige Sache. An die Familien, die schon sehr lange hier sind, und das ist auch kein Hate gegen niemand hier,
bevor die Waffenroute damals der Elite zugesprochen worden ist, das weiß wohl jeder, wenn man vorher Waffen bestellt hat, wie lange hat man gewartet? Bitte, ehrlich, jetzt mal alle hier sprechen. Wie lange hat man vorher auf eine Waffenlieferung gewartet? Also, ich sag dir ehrlich, wenn wir von Kali sprechen, Kali hat das immer gut gemacht. Also nochmal, ich bin wirklich sehr lange hier. Ich habe noch nie in ein, zwei Stunden meine Lieferung bekommen. Ein, zwei Stunden? Das geht auch gar nicht bei 20 Familien. Das ist normal, wenn das mal ein Tag oder zwei Tage dauert, okay? Nicht vergessen, Leute, es gab die Zeiten, da haben wir eine Woche auf Lieferung gewartet. Ja, ihr wartet inzwischen. Wann das denn? Aber die Waffenroute war auch damals deutlich anders. Also Richie, du kannst das auch gar nicht vergleichen. Die OGs müssen schnipsen. Immer mehr wie ein Tag gedauert. Aber Mano, die OGs müssen bei dir schnipsen, die kriegen alle Waffen. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ein Tag brauchen, um dir deine Waffen zu liefern. Also okay, Richie, ich will dir mal was sagen. Damals hat man 9 Stunden gearbeitet, um eine 50 Ja, echt, was vergleichst du da? 2 Tagen Lieferungen ausgeben. Was redet ihr da? Erst sogar 16 Stunden später. Genau, das sage ich ja. Ja. Das ist doch auch... Das ist ja kein Angriff. Das und jetzt, jetzt also warten wir trotzdem 3 Tage, obwohl OGs eigentlich nur zu euch kommen muss. Und OGs gibt euch die Schuld dafür. Wir haben doch damit klar, Breitenberg. Wir haben doch einen Tag gewartet oder zwei. Das war ja klar. Das war nichts Schlimmes, dass wenn du einen Tag hier gewartet hast. Aber was ich inzwischen bei euch allen hier merke, ist, wenn ihr innerhalb von 20 Minuten nicht eure Sachen habt, dann klingelt bei mir schon das Telefon. Das stimmt nicht mal. Das ist wisst ihr auch. Ihr wisst, wer mich hier anruft. Ich glaube, Sie haben nicht zugehört. Hier sagen Familien, dass sie nicht beliefert werden, weil sie Krieg mit denen haben. Und wenn sagen andere Familien, dass sie 3-4 Tage warten. Ja, auf eine Lieferung, die 2 Minuten Produktionszeit hat. Stopp, wichtig. Ich habe das Beispiel war jetzt gerade nicht auf die OGs bezogen. Es kamen sehr viele Beschwerden rein über die OGs und wie sie ihre Route führen. Und diese Beschwerden nehmen wir sehr, sehr ernst. Ja? Und da werden wir auch heute hier uns drüber unterhalten und da muss ich was ändern. Aber ich meine... In Zukunft, auch wenn jemand anderes die Waffenroute hat, okay? Dass wenn ein Tag auf Waffen gewartet werden muss, dass die Leute nicht am Rad drehen sollen. Versteht das jeder? Das hat damit nichts zu tun. Okay? Hörst du mich, Richie? Du und das liegt dann einen Tag später vor deiner Tür. Scheiße, ich glaube, der hört mich nicht. Richie. Kriegt eure Waffen, ja? Da sind einige Fehler passiert bei den OGs. Das wissen ich wir. Ich hätte auch nicht, Mirda. Ey, es müssen ein paar Leute gehen. Sadudara, eure ganze Familie ist ja hier, Mirda. Wir brauchen hier Antworten. Und die Antwort, Richie. Mr. Bitcoin redet die ganze Zeit, hören Sie nicht. Sag mal, es sollen ein paar Leute gehen von den Familien. Bitte den Raum verlassen, bitte die unnötigen da sind. Okay, die Cousins, meine Cousins, Alper, schick mal die Wachen schon mal draußen, bitte. Ich geh auch, ne? Schön nicht. Aber die Leute müssten halt wirklich rausgehen, ne? Also nicht nur hier aus Anwesen, sondern wahrscheinlich zur Brücke oder so. Ey, Mo, geh. Ich geh auch hoch, okay? Gracias, hermanos. Carlos, ich glaube, Sie sollten hier bleiben. Sie sind einer der wenigen Geschäftsmänner. Sir Bitcoin, hören Sie mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, jetzt geht's. Jetzt. Aber hört Richie mich? Ich höre immer noch. Nein, Richie hört dich. Ja, Richie hört. Nein, er hört ihn nicht. Nein, immer noch nicht. Sagen Sie mal was, Mr. Bitcoin. Hola. Richie, haben Sie das gehört? Ich höre Sie wieder, ja. Ah, sehr gut. Wie läuft denn Richie? Wo ist denn Richie? Ich sehe nicht, Mann. Wo ist er überhaupt? Ich bin hinter ihm. Ah, mir schraubt mir den Nacken rein. Jungs, jetzt müssen wir alles gehen. Ja, dein Nacken ist ja geschützt, Richie. Richtig. Ja, ich nichts gegen die Arbeit. Hört sich jetzt wieder wieder? Ja, ich denke schon. Das ist normal bei uns. Wir haben einen Dicken. Deswegen. Aber OGs an Sergen und Jürgen, die jetzt hier sind. Ja. Es kommen wirklich sehr, sehr, sehr viele Beschwerden rein über die Route, muss ich ehrlich sagen. Es kommt auch, viele sprechen euch gut. Viele beschweren sich aber, ja, und ich kann diese Ausrede nicht gelten lassen. Wir sind im Krieg, wir können nicht liefern. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren, weil es gibt viele Leute und viele Familien, das ist ein Dauerzustand, das ist wie eine Krankheit bei manchen Familien. Ich bin im Krieg, ist eine Ausrede für alles. Und die Leute, die mehr Krieg am Tag haben, und nochmal, den Krieg habt ihr anscheinend nicht um die Waffenroute, weil, wie gesagt, es hat sie keiner gefordert. Also es wurde gefordert. Das heißt, ihr habt Krieg wegen privaten Sachen. Und wegen euren privaten Sachen können die Geschäfte nicht stehen bleiben. Okay. Das müsst ihr wissen. Und wenn das in Zukunft sich nicht ändert, werden auch Konsequenzen gezogen. Da könnt ihr euch sicher sein. Wann ist die Leute, die sich beschwert haben, auch die sich gerade gemeldet haben? Ja. Alle. Ja. Es kann willst du jetzt bei jedem reingehen, damit du mit jedem Krieg hast und dann immer noch nicht liefern kannst, Sergen? Ist das deine Politik hier? Nee, ich bin noch mit dir beschäftigt. Ja, dafür brauchst du auch eine ganze Weile, Mann. Ich werde mich darum kümmern, dass die Leute auch, wenn wir Krieg haben, ihre Waffen bekommen. Das ist sehr wichtig. Und nochmal, das darf nicht sein, wegen privaten Sachen. Und nochmal, die Kriege sind privat. Eure Geschäfte links liegen zu lassen. Funktioniert nicht. Sehr unprofessionell. Das gilt dir für jeden. Gib Company die Route. Company? Auf jeden Fall. Best Company. Kennst du nicht? Das sind wir, mein Lieber.
Verkauf Haribo. Können wir weitermachen? Ey, habt doch mal Respekt vor anderen Familien. Natürlich, ich wollte nicht Disrespect zeigen. Nein, nein, nicht du, manch andere hier. Bitte, lass diese dummen Kommentare hier. Gut, dann Munitionsthema. Ja. Das Waffenthema, wie gesagt, gelbe Karte an die OGs. Das sage ich jetzt, wir werden das die nächsten ein, zwei Tage beobachten. Sollte das weiter so vorkommen und weiter Beschwerden hageln, müssen wir Konsequenz ziehen. Ich hoffe, das versteht ihr, OGs, ja? Natürlich. Wunderbar. Also ich bin dafür, dass die Waffenroute sofort eingezogen wird von denen. Da wäre ich auch abgelehnt, dafür. Abgelehnt, abgelehnt. Schade. Sagen, abgelehnt. Leider warum? Abgelehnt. Gelbe Sag Karte. Sag doch wieder Amado. Schau mal. Ja. Ich habe ihn gestern getroffen, Amado. Amado ist... Ach, nix, alles gut. Kein Wort über Amado hier. Und seid ihr dicke geworden, Kalito? Der Nächste. Wer ist dicke geworden? Ist das auch deine Mund Meinung, Amado, dass ich schlecht über Amado rede? Nein. Bitte? Ja. Weil Jürgen hat gerade Amado beleidigt. Ist auch deine Meinung als Leiter der Familie? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Gut. Nein, du weißt doch, ich bin manchmal crazy. Ich beleidige sogar meinen Tanten. Ich entschuldige mich, Amado, du bist der beste. Siehst du, Richie, das ist das größte Video. Problem dieser Stadt. Die sind mit mal Video, so, die sind mal so. Wie du wieder von mir eine Rückhand kriegst. Also, nochmal, gelb, schon fast gelb-rot bei den OGs. Wenn dann noch Beschwerden reinkommen, ist die Route weg. Das habt ihr jetzt gehört. Und darf ich was fragen? Ja. Wenn Leute auch hier mal ein bisschen rumtricksen und sagen, dass sie sich beschweren, obwohl es gar nicht so ist. Wir gehen allem nach. Wir sehen ja, was sie bestellt. Wir okay, wissen perfekt. Die Wahrheit. Wir sehen, was sie bestellt, weil wir alles notieren. Das okay. heißt, hier kann keiner dribbeln. Ich sehe, wer was bekommt, wer nichts bekommt. Ja, aber warum habe ich denn nur 100 heute bekommen und keine 175? Ich glaube, sie brauchen... Und wieso haben, so wurde zu uns gesagt, 3 Tage warten. Ich glaube, nein. Glaub, ich habe gesagt, warte. Sag doch nicht, dass es meine Forderung war. Meine Forderung war, nächste Lieferung umsonst. Zeige, war das so oder nicht? 100 Waffen hast du gesagt. Digga, du bist auch so komisch, ne? Was redest du mir? Der hat 100% so gesagt, komisch. Nächste Lieferung umsonst. Ach, mal zu, dein was versucht er da mir da zu lügen? Na, das ist dreckig. Gut, aber egal, das ist ja hier Standard, glaube ich. Gut. Die Wahrheit ist, wir sind alles ein Haufen von Lügnern und Heuchlern. Ja, wir können uns alle hier nichts vormachen. Alle sind ja am Lügen und Betrügen und sich gegenseitig am Anlügen. Das ist die Wahrheit. Und gegenseitig okay? holen die sich auch einen runter. Ja, ist ja kein Problem. Das, Bukake ist kein Problem. Glaub, und andere Leute gehen schlafen. Wichtig. Ich war nicht Munition. Dabei, nein, ich weiß davon gar nichts. Was ist da los? Was, seit wann kriegen die Leute keine Munition? Ich glaube, Kanon ist jetzt woanders unterwegs, glaube ich. Schön. Die waren heute gar nicht da, General. Gar nicht. Die Munition habe ich auch gestern da. Da habt ihr irgendwelche Informationen über Kanon? Die sind nicht da. Wie lange? Schade. Gar nicht mehr? Gar nicht. Nicht mal die Scheine, wo immer. Ich glaube, das ist ein Fall fürs Octagon. Also heute den ganzen Tag war ja, am 20. habe ich ein MMA-Event. Ich hab mit Kuschel. Also Ivanov, ehrlich, dass sie jetzt hier Octagon vermarkten wollen. Entschuldigung. Ich habe mit Kuschel geredet. Der hat mir gesagt, dass er sich eine kurze Pause gönnt und dass die Munitionsroute hier in der Runde vergeben werden darf. Ist 100% sicher, Mann. Schade. Ja. Ich hätte auf jeden Fall. Was? Aber man soll das Thema hier nicht aufmachen, ja. Okay. Ja, dann lass uns das nicht thematisieren. Dann lass uns gucken, wer jetzt die Munition macht, sie. Gut, dann ist die Munitionsroute frei. Gibt's hier seid mal ruhig, bitte, einen am anderen. Gibt's hier eine Familie, die diese Route haben möchte? Munition. Das scheint das Chauffeurkartell. Gut, Santa hat sich beworben, sonst noch jemand? Hier, Kafkas. Vendetta und Kafkas. Jetzt könnte man das tatsächlich im Octagon klären. Noch eine Familie, ja, dann hätten wir vier, da könnten wir das super austragen. Ja, ich bin dabei. Kali? Auf gar keinen Fall, ich will keinen Krieg gegen Kali. Genau. Ich zieh mich zu wieder zurück. Nein, so krass sind sie nicht. Ey, Richie. Ja. Ich habe gerade eine SMS bekommen hier auf mein Handy, das stimmt nicht. Was, Welches Handy, Bruder? Welches Handy? Danke, Tizzi, gracias. Danke dir. Warte mal, macht ja gelogen und wollte in die Route. Ja, warte, soll ich die schicken? Na, nicht mir, schick Richie, Bruder. Ich sagte nur, was Abend mir gesagt hat. Vielleicht hat er auch gelogen. Warten Sie mal, wollte Lil Mafia jetzt gerade die Route den Karl weg? Okay, was machst du? Was machst du, Lan? Kalito. Ja. Kannst du uns eine Antwort darauf geben, Hallo, das war oder nicht? Doch, das ist eine Lüge. Also, Richie, ist es okay, dass die OGs hier Familien schlagen in der Runde? Lil Mafia macht so einen Faxen hier? Keine Ahnung. Heute hat er uns schon eine gute Info gegeben, wo Kali ihre Aufstellung macht und war schon die ganze Zeit in ihrem Gebüsch. Ja, General. Ja, bitte. General, ich habe mit Armin gerade geschrieben, er sagt, das stimmt nicht, was er sagt. Das stimmt nicht, okay. Oder wer ist Arben? Ganz kurze Frage. Hallo, bleibt bei Los Santos, verdammte Scheiße. Dann hat er mich verarscht. Okay, Menes. Aber ich sage euch ehrlich, so können wir gar nicht gehen. Die sind nicht da und wir müssen danach gehen. Was der Rest um uns rum? Ich verstehe nicht, worüber hier geredet wird gerade. Nochmal, folgendes ab sofort. Stark Bitcoin, sehr stark. Folgendes, Menes.
ab sofort. Kanon kriegt genauso die gelbe Karte. Für das Munitions gab auch schon sehr viel Beschwerden. Gelbe Karte genauso für Kanon. Wir werden uns das angucken, ob die morgen da sind. Bis dahin. Er ist aber fair. Die Munition bei uns kaufen. Ist aber fair, weil OGs die Waffenroute auch nicht wegbekommen hat. Wer Munition braucht, soll Kanon auch noch Chance bekommen. Wir werden dafür sorgen, dass hier weiterhin die Leute beliefert werden, wenn heute was gebraucht wird. Sollte Kanon morgen da sein, werde ich das Gespräch suchen und werde auch mit den Herrschaften eine Lösung finden. Wenn die da nicht Gas geben, dann können sie auch die Route abgeben. So, wie alle anderen auch. Richie, ich habe eine Frage. Wie viel Munition darf man denn bestellen? Also das war, da will ich jetzt Kanon nicht in ihre Geschichte reden. Kanon war 500, deswegen. Also nochmal, die Zahlen wurden geändert. Da müsst ihr euch mit Kanon morgen nochmal zusammensetzen. Das soll Kanon machen. Wenn Kanon morgen nicht anzutreffen ist, dann wird die Route weitergegeben. Weil eine wichtige, essentielle Route wie Munition und Waffen muss jeden Tag bewirtschaftet werden. Wenn eine Familie nicht in der Lage ist, das jeden Tag zu bewirtschaften, wird diese Route weggenommen. Ja? Aber Richie, die Leute hier sollten eine Information haben. Die Kanons, sie kriegen bis zu 5000 Munition am Tag, meine Herrschaften. Nicht die Woche. Das war ein Missverständnis. Im Endeffekt gibt es keine Begrenzung für Munition. Okay? Also keine Bestellmenge pro Woche. Und es war 500 pro Woche. Das war durch einen Kommunikationsfehler von Jamon. Hat er falsch. Mhm. Hat er falsch verstanden. Es gibt keine Begrenzung für Munition. Okay, jetzt hat sie jeder mal gehört. Ihr könnt versuchen, so viel wie möglich bei Kanon zu bestellen. Was sie selbst in ihrem Geschäft festlegen für Grenzen und Werte, ja, die werden jetzt auch hochgehen. Aber nochmal, die maximale Abgabemenge pro Woche bestimmt die Familie, die diese Route hat. Aber die haben gestern zu mir gesagt, dass ihr das bestimmt für die. Und deswegen können die nur diese Preise machen und auch diese Menge geben. Gut, dann bestimmen wir das jetzt. Es gibt keine Abnahmemenge für Munition. Ihr könnt bestellen, ihr könnt so viel Muni haben, wie ihr wollt. Und Preise gibt es nur die vor oder lasst ihr eigene Preise? Die Preise sind vorgegeben. Wie viele sind die Preise aktuell? 150 meint er gestern. Für einen Clip? Richtig. Ein Clip. Mhm. Grün. Mhm. Mhm. Wie viel? Grün. 150. Mhm. Ja, Alper, komm mal nach vorne. Er kann noch was dazu sagen. Genau, die neuen Munitionspreise werden dann demnächst $100 sein. Also sie gehen 50 Dollar runter. Ab morgen. Und wie sind die Waffenpreise eigentlich, Richie? Komm zu mir, komm. Die müssen doch auch runter sein jetzt. Okay, Alper, geh mal in die Mitte. Können wir heute schon bestellen für morgen die Preise? Machen wir gleich. Hört euch erstmal bitte jetzt alle, die Leute mal auch einen Stift rausnehmen an die ganzen Lieder hier. Schreibt euch das auf. Ihr werdet jetzt die neuen Preise erfahren. John, bist du da? Bin da, sehe. Okay, schreibt euch auch keinen Stift und Zettel. Ich hab das im Kopf. Ich wollte, wie gesagt, ich habe mit Christian geschrieben. Er sagt, solange er nicht da ist, sollen wir in seiner Abwesenheit das Geschäft übernehmen. Ey, du hast doch gerade gesagt, dass du mit ihm geschrieben hast und er gesagt hat, das stimmt nicht. Ja, richtig, aber solange er einen Tag oder zwei Tage nicht da ist, übernehmen wir das. Gut. Mhm. Und wie gesagt, auch wichtig, wenn das länger dauert, müssen wir die Route leider wegnehmen. Mhm. Warte mal. Das ist scheiße, das ist doch ein Alibi für die. Komplett scheiße. Was soll denn die heute, Scheiße? Also ich sag euch, heute übernehme ich, ab morgen müssen die wieder da sein. Ganz aber eine Frage, Kuström ist ein Mann, Kanon ist doch 28. Santa, ich hab doch gerade geantwortet. Morgen müssen die wieder da sein. Sind die morgen nicht da, ist die Route weg. Ich kann euch nur jetzt schon sagen, dann können wir uns die Dinge... Er hat zu mir gesagt, dass er sich eine Auszeit gönnt. Ja. Er kann ist doch scheiße, egal, Mierda. Dass die Route hier jetzt vergeben werden soll und wenn Kanon zurückkommt, dann haben die ja immer noch die Chance, die Route zu bewirtschaften. Ja. Nein, also definitiv ist absolut okay, dass die bis morgen Frist bekommen, Lil Mafia. Was ist das für eine Scheiße, Mierda? Genau, Lil Mafia. Ich glaube, Lil Mafia will weitermachen. Okay, Alper, einmal die neuen Preise und notiert sie euch bitte. Also, wie gerade erwähnt, Munition $100 pro Clip. Aha. Auch wie eben erwähnt, 500 bis $600 werden die Dealer euch anbieten. Dann kommen wir zu den Waffen. Zwischen 500 und 600. Alper, langsam. Diese Leute hier. Guck mal, Alper, hör mal zu, bitte. Ja. Diese Bruder, Leute hier. Union. Langsam. Nein. Hauptschule 95. Die habt hinten auf der Fiat Punto diese Aufkleber. Hauptschule 95. Langsam. Ich schreibe auch mit Schule. Was langsam, hat jetzt Sophia damit zu tun? Langsam, damit die Leute. Wiederhol das dreimal, bitte, Alper. Nochmal. Komm. Alles klar. Munition wird in der nächsten Zeit $100 pro Clip kosten. Ich dachte 150. Heute nein, noch. Das war ein Prank. Neue Preise. Prank. Der war echt nicht lustig. Ich wollte, dass er wieder einen Witz raushaut, der Reggie. $100 pro Clip. Dann, wie auch vorhin erwähnt, die Drogenkisten werden in der Zukunft
einen Preis zwischen 500 und 600 Dollar euch geben. Ey, sorry, Chat, dass ich heute so ein Troll bin, aber ich hab gute Laune heute. 620. RP war cool. Deswegen nimm mir das nicht übel, Chat. Nochmal, bis 620. Serious, Mr. Bitcoin kommt auch wieder. Alpe, wiederhole einmal. 500 bis 620. Wunderbar. Ja, okay, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Wie immer halt. Hey, sei nicht so gemein! Waffen. Normale Pistole, 5000 Dollar. Was? Das ist aber keine 40% Senkung, Hermano. Was? Wie viel? Das sind die alten Preise. Ach so. Oh. MK2 Pistole, 7500. Benutzt sowieso niemand. Bekommen 50er, wir wieder Packs? 50er Pistole, 20.000. Und wie sind die neuen Preise für morgen? Das sind die Preise. Das sind die neuen Preise? Ja. Ja, war 7,5, hallo. Leute. Aber das sind doch keine 40%, Richie. Ja. Schauen Sie mal, es wurde in den Raum geworfen, dann wurde das nochmal ausgerechnet und das sind die Preise, zu denen die Leute gekommen sind. Welche Leute? Die Amado. Mexikanischen Dealer. Bitcoin Amado. Also hat Amado sein Wort einfach geändert. Aber nochmal, 7500 auf 5000. Wir haben die damals auch für 5 verkauft. Ja, und das ist ein Preis. Guter Preis. Und die Preise gehen hoch. Auf die, ihr verdient mehr Geld jetzt. Deswegen ist 5000 entspannt. Munition auch runtergegangen. Ist absolut okay. 50er runtergegangen. Von 30 auf 20. Richtig. Aber die darf man ich sowieso nur, glaube ich, dreimal pro Woche gefühlt kaufen. 10-mal. Kann man da was drehen, Amado? Außer OGs. Die dürfen 30 Stück kaufen. Wieso? Weiß nicht, hab ich so gehört. Was? Das stimmt nicht. Das Doppelte. Das wissen sie doch. Die kriegen einfach das Doppelte. Was? Zweimal? Das haben sie doch auch bekommen letzte Woche. Mit der Bitcoin. Das stimmt. Geld und weiter einfach. Schon dann Geld. Die Aufsätze. Es gibt 4 Stück an der Zahl. Schalldämpfer. Erweitertes Magazin. Kompensator und Holovisier. Alle jeweils 1000 Dollar. Da gibt es keine Unterschiede bei den Preisen. Und da kann ich mir 10 Stück jetzt kaufen. Gibt es da eine Begrenzung für? Negativ. Negativ, ja. Gibt's keine. Und die Drogen, Heroin sowie Ecstasy bleiben wie gewohnt bei 70 Dollar. Das ist ein guter Preis. Also was ist euch das für ein Schweinestall hier? Hermano, von den O-Blocks oder von den Westmobs, hast du nochmal geschaut, Hermano, wieso deine Rechnung da falsch war? Ja, die Rechnung ist falsch, Bro. Deswegen hast du die ganze Zeit nichts mehr gesagt, Mierda. Wenn der nicht stoned ist, der Bruder weiß auch nicht, Bro. Er ist OG von Straße, wirklich. Ja, Mierda, das stimmt. Okay, bueno, alles klaro. Richie, ist Richie da? Ja, ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Mit der Schwarzgeldkarte, ist das jetzt eine eigene Route oder ist das Blanco. Immer noch nebenbei? Ja, auch eine wichtige Info, die Schwarzgeldkarten sind ab sofort eigene Routen. Wenn man die Schwarzgeldkarte hat, kann man kein weiteres Business fordern oder besitzen. Der Schwarzmarkt bleibt weiterhin ein Nebengeschäft. Okay, ich habe eine Frage bezüglich der Wäsche. Wenn alle Preise runtergegangen sind oder angepasst wurden, wie sieht es aus mit der Wäsche? Wie ist mit der Wäsche? An der Wäsche wird nichts gemacht. Ihr müsst halt besser verhandeln. Die Leute, die das Geschäft haben, bestimmen ihren Preis. Und wer hat denn gerade das Geschäft? Die können frei machen, wie sie wollen mit der Wäsche. Wer hat das Geschäft? Wollt ihr es sagen oder wollt ihr es nicht sagen? Schwarzgeldgeschäft haben wir. Ja. Aktuell und wir haben morgen Krieg mit Satudara. Ach so, wir haben einmal bei Vendetta was gewaschen. Das war in 2 Stunden fertig. Ja, davor ist es Nebenroute. Nur weil ich OGs nicht heiße, OGs darf beides haben, ich nicht. Nein, folgendes, Carlito, die Schwarzgeldkarte wirft so viel Geld ab, mehr als die Waffenroute, mehr als alles andere. Die ist wirklich viel mehr als alles andere. Viel, viel mehr als alles andere werfen diese Schwarzgeldkarten ab. Aber OGs hätte das gedürft, glaube ich, oder Carlito? Außer die Familien wollen nicht immer runterhandeln, ne? Mal, sagst du, Carlito? Nein, also ich sag dir ehrlich, ich verstehe ihn zu 100%, nur weil sie mehr Geld macht, heißt das nicht, dass sie jetzt die Regeln ändern. Nein, schaut mal. Ihr kennt doch diese Stadt inzwischen. Hier ändern sich die Sachen doch nachts um 3 Uhr in Aslakaf. Hier werden die Sachen auch geändert. Und jetzt hat sich leider auch das geändert. Die Karte ist wirklich jetzt eine eigene Route und das können wir nicht mehr ändern. Da können wir uns jetzt gerne noch beschweren. Behalte deine Karte, Olum. Okay. Ich schenke sie dir. Sie auch eine Karte. Wer hat noch eine Karte? Den Kampf Satufaus Vendetta gesehen. Ja, bitte. Wenn man eine eigene Route hat, darf man aggressiv auf eine andere Route gehen?
Negativ. Wer ist da? Ola, hört ihr mich? Ola? Ja. Ja, was ist los? Wer ist da? Wer ist da? Wer ich ist da? Mr. Bitcoin, hören Sie mich? Ja. Mr. Bitcoin? Ja. Ich möchte jemanden vorstellen. Können Sie bitte nach dem Anwesen kommen? Wieso, Mierda? Weil, wichtig. Warum rufst du mich mit FaceTime an? Also, jemand vorstellen? Die Leute denken, ich nehme auf. Und ich hatte Angst, dass Sie danach schlafen gehen. Aus Versehen. Kommen ja, Sie nach okay. dem Gespräch? Ich habe gerade okay. was Dummes gemacht. Tschüss. Scheiße. Was mache ich jetzt mit dem hier? Ey. Was soll das? Einfach umgekippt. Ich bin's. Ich glaub nicht. Hast du ihn geschlagen? Nein, nein. Der ist, glaube ich, verhungert. Ja, warte, ich kümmere mich um den. Lass mal los. Da ist ganz schön viel Blut, dass der verhungert ist, ne? Wir warten irgendwann jeder Ecke, wenn man rausfährt. Amigo. Da vorne ist eine Matratze, Hermano. Leg dich hin. Warte, ich bin müde. Egal was. Wir fangen mich an mit der Kolonne ab. Leg dich hin. Ich weiß, ob das jetzt nur bei uns ist, die letzten Tage. Aber wir werden jeden Tag abgefangen. Wir machen keine Rauschen, aber wir kicken uns außerhalb der. Ich hol ihn hoch. Ich mach das. Blanco. Warum schlägst du mich um? Ich hab dich nicht umgeschlagen. Doch, ich hab's in meiner FaceTime-Kamera gesehen. Ja, ich bring dich schnell zum Medic. Ich komme sofort mit dem Video. Nein, ich will nicht. Alles nein, gut, nein. Ich bring dich zum Medic. Bleib Cousin. Ruhig. Mach das ready. Ruhig. Mach das ready. Mach das ready. Geht schlafen, ja, ihr da. Kommt jetzt alle. Wir machen das schon, Cousin. Oh, scheiße. Ich kann ihn kurz hochholen, muss er mit kommen? Ja, habt ihr das? Ja, wir haben okay. Dann sie. Gracias, hermanos. Ich komme sofort. Warte, ich mache jetzt gutes RP. Und noch sehen die das ja hier nicht. Oh! Verdammt, Mierda! Wow, das war im Gebüsch, das Auto. Bei Tafelrunden ist immer so Chat, die erste halbe Stunde ist geil und lustig und später wird's langweilig. Ich bin Mr. Bitcoin, Baton des Kali-Kartells. Die stärksten, mächtigsten und gefürchtigsten. Und ich werde mein Kartell niemals alleine lassen, koste es, was es wolle. Ganz egal, welche Entscheidung ich treffe. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva la Kartelle.